traurige Nachrichten für die Fans von Rainer Barsedow. Der gebürtige Mühlhausener war ein Schauspieler, Synchronsprecher und Kabarettist. Seine Stimme lieh er unter anderem dem Warzenschwein namens Pumba in dem Zeichentrickfilm Der König der Löwen. Aber auch aus einigen Tatortfolgen aus den 70er Jahren kennt man den Thüringer. Sein letztes Projekt ist schon einige Jahre her. 2013 drehte er die Krimiserie Hubert ohne Staller ab. Jetzt ist Rainer verstorben. Das bestätigte seine Familie nun gegenüber Bild. Rainer sei schwer erkrankt, nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt sei er im Alter von 83 Jahren friedlich eingeschlafen. Seine Liebsten standen ihm in seinen letzten Stunden bei. Woran genau er erkrankt war, ist bisher nicht bekannt. Rainer hat eine beachtliche Karriere vorzuweisen. Er drehte nicht nur zahlreiche Kinofilme, etwa Kommissar X jagt die roten Tiger oder auch Drei Männer im Schnee. Auch für bekannte Fernsehprojekte wie beispielsweise für den Streifen Küstenwache erlangte der talentierte Schauspieler im Jahr 1997 viel Ansehen.